In diesem Video geht es um ein neues Feature in Google Meet. Und da ich gerade dabei war, in letzter Zeit relativ viel von virtuellen Hintergründen zu sprechen, möchte ich dir auch zeigen, wie das Ganze in Google Meet jetzt funktioniert. Ein kleines, kurzes, knappes Video, sodass du Google Meet für deine Meetings einsetzen kannst oder auch für deinen Unterricht, je nachdem, für welchen Verwendungszweck du Google Meet nutzt. Und wie du jetzt den Hintergrund direkt in Google Meet verändern kannst, das ging bisher immer mit irgendwelchen, Apps anderer Programme, mit so merkwürdigen, komplizierten Einstellungen. Also es war möglich, aber nicht wirklich komfortabel. Google Meet hat da nachgelegt und vielleicht noch kurz vorweg, das ganze Feature ist für jeden zugänglich. Das heißt, wenn du einen ganz normalen Gmail-Account hast und Google Meet nutzt, kannst du dieses Feature auch nutzen. Ja, und wie das Ganze aussieht, das zeige ich dir jetzt. Jetzt gehen wir nämlich direkt rein in Google Meet. So, du siehst jetzt hier die Oberfläche von Google Meet. Ich habe das einfach mal aufgerufen. Das kannst du ganz normal hier über deine verschiedenen Google-Applikationen aufrufen und wir starten jetzt direkt eine neue Videokonferenz. Wir wollen jetzt nur schauen, wie das Ganze funktioniert mit dem Background. Und du siehst schon, hier ist ein Blurry Background eingestellt. Also der Hintergrund ist ausgeblurrt und hier ist der neue kleine Button, der dir ermöglicht, dass du deinen Hintergrund verstellen kannst. Das ist jetzt das Pre-Up oder das Vorschaufenster. Und zwar kannst du hier schauen, wie dein Video übertragen wird, bevor du das Meeting startest. Und du siehst, hier habe ich also viel Auswahl. Was haben wir denn hier? Ach, Konfetti, ja wunderbar, das wäre jetzt also meins, Konfetti. Nein, aber du kannst hier wirklich ganz viele verschiedene Sachen auswählen und ja, da wären wir jetzt auch alle gern. Und hast hier aber auch die Möglichkeit zu sagen, nein, mein Hintergrund soll sein, wie er ist. Oder ich möchte einen ganz leicht geblurrten Hintergrund, also ganz leicht verwischt, verschwommen. Hier siehst du ja, ich schalte nochmal um, so und so. Oder du nimmst einen ganz stark verschwommenen Hintergrund. Sieht dann etwas unnatürlicher aus. Ich glaube, mit dem ist man recht gut bedient. Ansonsten, wie gesagt, kannst du auch was völlig anderes wählen. Hier in den Rosen oder aber, was haben wir denn hier noch? Ein trendiges Café. Also du kannst wirklich ganz toll auswählen. Wir gehen jetzt mal in die Session. So. Wir wollen jetzt auch keine Teilnehmer. Und hier siehst du das Ganze in riesig. Ich bin jetzt mal wieder die einzige Teilnehmerin und meine Kamera ist schon wieder recht unscharf. Aber ja, du siehst, was du sehen musst, und zwar den Hintergrund. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber ich habe das ganz vergessen am Anfang einzustellen, ich möchte das während der Session noch einstellen, ist das möglich? Und auch das geht. Das Ganze, hier hast du diese drei Punkte, kannst du, indem du diesen Button hier unten, also beziehungsweise die drei Punkte anklickst und dann die verschiedenen Möglichkeiten hier erhältst, und hier kannst du den unter anderem Hintergrund ändern. Und das machen wir jetzt einfach auch nochmal, zack, oder aber wir gehen nochmal in diesen Blurry Mode, hier nochmal stark oder was ganz anderes. Du siehst auch hier, wie das auch schon in der anderen Software war, wenn man die Hände bewegt, also da auch wieder hier kein Greenscreen hinterlegt ist in irgendeiner Form, siehst du schon, dass das Ränder gibt. Hier an den Seiten sieht man auch die Ränder. Wenn du die Hände natürlich vor dem Körper bewegst, dann hast du das Problem, ja, hier auch ein bisschen, aber nicht wirklich, an den Händen zumindest nicht. Und gehen wir nochmal in den leicht blurry Background. Ja, da siehst du auch, wie das ein bisschen verschwimmt, aber das ist noch am natürlichsten. Und ja, hier siehst du natürlich auch die Ränder. Ich gehe nochmal ein bisschen hin und her. Hier ist es okay. Aber letztendlich, um den Hintergrund einzustellen, beziehungsweise verschwimmend einzustellen oder komplett zu ändern, für die jeweilige Situation anzupassen, ist das natürlich wunderbar hier. Ein kleiner Punkt noch. Wie in allen anderen Programmen, die ich dir schon gezeigt habe, hier oben findest du sie noch einmal, also in Webex oder auch in Zoom, kannst du auch hier den Hintergrund selbst bestimmen, sprich du kannst dein eigenes Bild hochladen, indem du über dieses Plus gehst. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du verstellst jetzt deinen Hintergrund. Schreib mir unter dieses Video in die Kommentare, ob du schon mal mit einem virtuellen Hintergrund gearbeitet hast und wenn ja, warum.
Und ansonsten freue ich mich, dich gesund und munter im nächsten Video zu sehen. Noch kurz dazu, falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Wir sehen uns aber im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Tschüss!